Wir geben eine Festschrift heraus, weil wir ein Fest feiern. Die Universität Augsburg wird 50 Jahre alt und das ist doch Anlass genug, eine Festschrift herauszugeben. Ob das jetzt ein konventionelles Format ist oder nicht, das stört uns, glaube ich, nicht so besonders bei dieser Frage. Wir wollen zeigen, was die Universität in den vergangenen 50 Jahren geleistet hat. Ja, obwohl das eine konventionelle Publikationsform ist, ist natürlich aber trotzdem es eine Gelegenheit, eine seltene Gelegenheit, die Universität als Ganze darzustellen, und zwar in ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen Entwicklungen. Und diese Gelegenheit haben wir, glaube ich, in der Festschrift ergriffen. Das Besondere an der Festschrift ist, dass sie einem Gedankenrahmen entspricht, nämlich dem der Netzwerkuniversität. Das ist etwas, was wir nach außen transportieren wollen. Und in den vielen Beiträgen zeigt sich auch, dass dieser Gedanke sehr fruchtbar ist und ganz viele Verbindungen zwischen den Fakultäten, zwischen den Wissenschaften und zwischen den zentralen Einrichtungen aufzeigt. Ich glaube, das Besondere ist auch, dass die Festschrift sehr attraktiv gestaltet ist. Sehr gut lesbar, informativ und doch auch reich bebildert, und dass sie Korrespondenz zwischen Text und Bildern das Ganze doch sehr abwechslungsreich macht. Also es ist keine monologische Selbstdarstellung, sondern ein vielstimmiges Gemeinschaftswerk. Natürlich ist die Festschrift auch ein Zeugnis des Corona-Jahres. Wir hätten sie viel lieber im großen Kreis überreicht, mit offiziellen Gästen, mit den Beiträgern. Und für die Netzwerkuniversität wäre es natürlich schön gewesen, wenn all die Netzwerker auch in einem Raum versammelt gewesen wären. Aber das ist jetzt nun mal, wie es ist. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege die Festschrift einem größeren Publikum bekannt machen können. Der Titel greift ja einerseits zurück auf das Motto der Universität, also Scientia et Conscientia, das heißt Wissen und Gewissen, sodass also die Verantwortlichkeit der Wissenschaftler für ihre eigene, aber frei und autonom betriebene Forschung natürlich sowieso zentral ist. Aber hinzu kommt noch der Aspekt der Kreativität. Kreativität, das ist ein Begriff, den man üblicherweise in der Kunst wiederfindet, aber wir beziehen ihn auf die ganze Universität. Kreativ sein heißt auch frei sein in seinen Gedanken. Und das ist für uns heute ein besonders wichtiges Thema. Wenn wir in die Welt hinausblicken, so ist es nicht in allen Ländern der Fall, dass Wissenschaftler frei argumentieren können und ihre Meinung frei sagen können. Also ich glaube, das Bemerkenswerte an der Festschrift ist, dass praktisch alle wichtigen Akteure und Bereiche der Universität dort mitgewirkt haben. Das ist also ein Gesamtkunstwerk ist, das die verschiedenen Stimmen und Akteure zur Geltung bringt, die dieses Gesamtsystem einer Universität ausmachen. Und dass man Einblick in deren Aktivitäten in Forschung und Lehre gewinnt, die sonst eigentlich kaum so möglich ist. Der Band ist für die Universitätsangehörigen zunächst einmal ein Zeugnis einer Selbstvergewisserung. Ich kann mir vorstellen, dass viele Mitglieder unserer Universität einzelne Bereiche gar nicht so genau kennen. Und das kann man hier alles nachlesen. Auch einzelne Ecken und Winkel unseres Campus, der sehr schön hier in der Festschrift repräsentiert ist. Für die anderen, die nicht direkt der Universität angehören, ist es ein wunderbares Zeugnis, vielleicht auch Motivation und Anstoß für junge Leute aus den Schulen in der Umgebung in Augsburg zu studieren. Und es ist eben auch einfach ein historisches Zeugnis von 50 Jahren Leistungsfähigkeit einer Reformuniversität, die als Vorbild auch für andere Universitäten dienen kann. Musik